Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende nach einer doch sehr durchwachsenen Woche, zumindest was die Welt angeht. Und ich habe mir überlegt, ob ich etwas zu diesen beiden Vorfällen in dieser Woche sage, was zum einen dieser Irre mit der Axt in Würzburg im Zug war und eben dann auch der Amok-Terrorlauf am Freitag in München. Ich bin jemand, der sehr politisch interessiert ist, der das auch alles eigentlich immer wissen möchte, der gerne Nachrichten hört, Dokumentationen hört, der versucht, sich sein eigenes Bild zu machen. Und ich muss ehrlich gestehen, so das letzte halbe Jahr meide ich Nachrichten, meide ich diese ganzen Schreckensnachrichten, weil mir das unglaublich nahe geht. Auch wenn ich nicht persönlich betroffen bin, und da kann ich jetzt eigentlich nur toi 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 machen, nimmt mich das unglaublich mit. Ich kann es auch nicht erklären, warum das der Fall ist. Vielleicht ist das auch normal. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie es euch dabei geht. Und ich versinke lieber in Büchern, in Gespräche mit Freunden, in Filme, in Serien, von mir ist auch noch in YouTube-Videos oder halt wirklich Familie und Freunde, das finde ich immer sehr wichtig, als dass ich mir ja immer diese Schauergeschichten in den Nachrichten anhöre. Und die sind bestimmt alle nicht perfekt, diese Nachrichten auch. In Deutschland läuft nicht alles so rund, wie man es sich vielleicht vorstellen mag. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass jetzt von Würzburg, was so knapp 2 Stunden von mir entfernt ist, und auch von München, das sind so Dinge, da sitzt man da und denkt sich, wie kann das Leben normal weitergehen? Das Gefühl hatte ich damals nach dem 11. September, ich glaube, so ging es uns allen. Dieses Gefühl hatte ich ja auch nach Paris im letzten Jahr, wo man wirklich sprachlos vor dem Fernseher sitzt und eigentlich nichts mehr sagen kann. Und ja, ich habe, wie gesagt, überlegt, ob ich das kurz hier einfach sage, dass das vielleicht auch einfach heute ein bisschen meiner Grundstimmung oder meine Grundstimmung trübt, dass eben so etwas passiert ist. Ich könnte mich natürlich hier hinsetzen und so tun, als wäre ich freudig und wäre ich wie immer. Das bin ich aber nicht und ich finde, das gehört einfach dazu. Es gehört zum Leben. Und ich finde eben auch, ich mag authentische Menschen, auch auf YouTube. Und ich könnte mich jetzt hersetzen mit einem Begeisterungsstrahlen und sagen, ja, tolle Woche. Lesetechnisch war sie es auch, mehr oder weniger war sie auch durchwachsen. Und es soll natürlich auch vordergründig hier immer noch um Bücher gehen, aber ich dachte mal, so 2, 3 Sätze darüber kann man verlauten lassen, dass es nicht an mir vorbeigeht und dass eben auch nicht der Eindruck entstehen soll, dass es an mir vorbeigeht. Und ich hatte schon letzte Woche nichts weiter zu Nizza gesagt, ja, weil es da bei mir gedanklich auch einfach noch zu frisch war, weil ich ja das Video schon Freitag gedreht hatte. Und aber jetzt gerade, weil es auch so nah einfach bei uns ist, es ist jetzt einfach in Deutschland angekommen. Und ich denke, mehr muss ich auch gar nicht sagen. Ich will hier auch keine Debatten oder sonstiges in irgendeiner Art und Weise anfangen, aber einfach eine Erklärung, warum ich vielleicht nicht freudestrahlend hinhochjauchzen, wie ich sonst bin. Und ich bin tatsächlich vom Gemüt her eigentlich so ein Mensch, warum das heute nicht ganz von mir vielleicht so ausgestrahlt wird. Aber ja, ich denke, jetzt fangen wir einfach mit den Büchern an, mit der Woche, was so ein bisschen passiert ist. Es sind 3 1/3 Bücher geworden. Ja, klingt merkwürdig, aber zu dem ersten Buch kommen wir gleich. Und ihr findet natürlich wieder in der Infobox, wann ich mit welchem Buch beginne, wann ich mit dem sonstigen Plauder anfange, was auch ein bisschen was zu erzählen gibt. Und findet ihr alles in der Infobox, auch alle Kanäle, die ich irgendwie erwähne, ja, findet ihr alles unten. Und beginnen werde ich mit Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Ich habe das in Kombination als Hörbuch und auch als E-Book gelesen, beziehungsweise ist das 3. Buch, denn ich habe es nach knapp 1/3 abgebrochen. Aber alles Weitere dann natürlich, wenn wir dabei sind. Dann habe ich ein Buch zwischendrin im Grunde schon gelesen, während Der Name des Windes, und zwar von Anna Bell,
Eigentlich bist du gar nicht mein Typ. Ein unangefragtes Rezensionsexemplar vom Knauer Verlag war ein Buch, weil ich mit, also ich habe eins der nächsten Bücher mit jemandem zusammengelesen und da wir damit erst Montag, Dienstag anfangen wollten, habe ich ein Zwischenbuch gebraucht und deswegen habe ich dazu gegriffen. Ich wollte was Leichtes, Flockiges, Sommerliches und ja, dann habe ich zu diesem Büchlein gegriffen. Das nächste Buch war dann, was ich dann beendet habe, war Modja. Das ist das fünfte Buch der Unwandelbar-Reihe von Laura Labers. Das habe ich auch wieder als E-Book gelesen. Es ist ja der letzte Teil der Reihe. Und ich wollte nach dem vierten Band einfach wissen, wie es weitergeht und habe es dann in dieser Woche auch beendet. Und ganz aktuell beendet, also bei mir ist jetzt Samstagnachmittag, habe ich beendet von Richard Bachmann bzw. Stephen King, Todesmarsch. Und ja, das habe ich zusammen mit Andi vom Kanal Büchersüchtig gelesen. Und ja, auf dieses Buch, auf diesen Start unseres gemeinsamen Lesens habe ich im Grunde gewartet und hatte dann eben eigentlich bist du gar nicht mein Typ rein. Gequetscht. Ja, und das war das letzte Buch, das ich beendet habe. Und ja, ich denke, wir fangen jetzt einfach mit meinem Chaos, das ich gerade hier verbreitet habe, mit diesen Büchern einfach mal an. Und zwar mit, jetzt habe ich einen falschen Zettel. Ja, die Notizzettel, na schrecklich. Ja, wir fangen an mit Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Ich gehe mal davon aus, man spricht ihn so aus. Ist der erste Teil der Königsmörder-Chroniken. Und ja, ich hatte das als E-Book hier. Ich habe sogar alle drei Teile als E-Book hier. Ich bin echt bescheuert. Ja, ich kann mich ja selbst gerne mal so beschimpfen und ja, ich bin echt bescheuert. Es ist eine High-Fantasy-Reihe, die mich unglaublich angesprochen hat. Und da aber der erste Band sage und schreibe 863 Seiten hatte, dachte ich, Mensch, mit so ein bisschen Hörbuchunterstützung wäre das gar nicht so schlecht. Und ich habe es im Bloggerportal eben als ja, vierteilige MP3-CD, ja, es sind glaube ich vier Teile, ja, entdeckt und dachte, oh, da hörst du dir die Hörprobe an und ich muss auch sagen, in der Hörprobe hat Stefan Kaminski auch gut gesprochen, sodass ich dachte, da versuchst du einfach dein Glück und dann kam die CD bei mir an und ich habe dann eben mit dem Hörbuch begonnen, es anzuhören und als ich aber am Sprecher gescheitert bin, dachte ich, okay, dann steigst du doch aufs E-Book um und habe dann mit dem E-Book weitergelesen. Erschienen ist die gebundene Ausgabe des Buches beim Klett-Cotta Verlag, für 24,95 kann man es da noch, ja, kaufen. Und das Hörbuch ist im Grunde, also eben diese MP3-CDs, das ist die ungekürzte Lesung, genau, die vollständige Lesung, ist eben erschienen im Hörverlag DHV und kostet 16,99 und das E-Book gibt es für 17,99. Ja, insgesamt hätte das Hörbuch 28 Stunden Lesezeit. Der Nachteil hier ist definitiv, dass es nicht wie bei Audible irgendwie möglich ist, die Geschwindigkeit schneller zu drehen. Denn Stefan Kaminski geht für mich als Sprecher gar nicht. Er hat unglaublich langsam gesprochen, monoton. Er hat total emotionslos gewirkt und wie wenn er selbst gelangweilt wäre von der Geschichte. Und ich habe, glaube ich, ja, vielleicht 80, 90 Seiten gehört und dachte dann, nee, Steffi, das geht einfach überhaupt nicht. Und bin dann eben aufs E-Book umgestiegen und ja, so viel im Grunde zum Hörbuch. Ich kann es leider nicht empfehlen, ich kann den Sprecher nicht empfehlen. Vielleicht ist das mit Audible einfacher, wenn man die Sprachgeschwindigkeit ein bisschen vorstellt, dass er schneller redet, dann mag das vielleicht funktionieren. Ich konnte mit der normalen Originalfassung leider nichts anfangen. Ja, zum Cover muss ich natürlich nicht viel sagen. Es ist wirklich wunderschön und wie gesagt, es ist High Fantasy und ich habe mich so darauf gefreut, es endlich zu lesen bzw. zu hören. Ja, es geht um Quote. Das ist unser Protagonist in der Geschichte, ein alter Mann, der in einem Wirtshaus seine Lebensgeschichte erzählt und uns eben teilhaben lässt an den Sachen, die ihm passiert sind, wie er so wurde, wie er jetzt ist. Und wie es der Zufall so will, ist in diesem Wirtshaus gerade auch ein Chronist, der im Grunde die Geschichte von Quote aufschreiben möchte und eigentlich davon ausgeht, dass es die wahre Geschichte ist. Man kommt aber relativ schnell dahinter als Leser und Hörer, dass uns Quote da wahrscheinlich nicht ganz die Wahrheit erzählt. Denn Quote kommt irgendwie so aus ärmlich mittleren Verhältnissen und ist mega intelligent, war glaube ich auch irgendwie auf einer Universität. Er kann alles, er weiß alles, er ist der Schnellste, er ist der Beste und nach einem, keine Ahnung wie viel Kilometer Lauf, schafft er es auch noch shoppen zu gehen. Und ja. Ja, ich wurde leider mit der Geschichte und auch dem Protagonisten so überhaupt nicht warm. Der Stil ist
unglaublich langweilig, langatmig und man hat nach gelesenen 50 Seiten das Gefühl, man hat noch gar nichts in der Geschichte in irgendeiner Art erlebt und es ist auch nichts passiert. Es hat viele, viele Längen und ich habe, um es gleich noch zu sagen, ich habe in etwa 260 Seiten geschafft, was so knapp ein Drittel ist von der Kapitelanzahl. Ich habe 29 Kapitel geschafft und habe dann beschlossen, warum quälst du dich? Hör damit auf. Also es ging mir schon so nach den ersten 80 Seiten per Hörbuch, wo ich dachte, puh, schwierig. Und es war beim E-Book einfach nicht besser. Und es gab unglaublich viele Charaktere. Mit keinem ist man so recht warm geworden, weil irgendwie, also allein beim Hören war alles schon sehr verwirrend. Das hatte für mich keine klare Struktur. Und dadurch, dass die Charaktere auch nicht tiefgründig und tiefergehend beschrieben werden, hat man auch irgendwie keinen Bezug zu ihnen. Und man hat keine Gesichter vor Augen. Und sie bleiben irgendwie so blass und ohne irgendeine Emotion in einem. Und das fällt einem bei vielen Charakteren dann eben einfach unglaublich schwer. Ja, Quote. Der kleine Superheld, ich konnte mit ihm gar nicht, ich mochte ihn nicht, mir ist er tierisch auf den Keks gegangen. Und was mich auch gestört hat, ist, dass die Welt nicht wirklich schön und ausführlich beschrieben wird. Ich meine, es ist High Fantasy, man kann ja davon halten, was man möchte, von ausführlichen Beschreibungen. Das ist genau das, was ich an Autoren schätze, wenn die es schaffen, mir ein Bild in den Kopf zu transportieren, sodass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin Teil dieser Welt und das bin ich hier nicht. Es war sehr oberflächlich, es war sehr mau, es war, ich weiß auch nicht, ich bin da halt vielleicht auch schon anderes und besseres in meinen Augen gewöhnt. Und ja, man kann bei Tolkien ja von ihm halten, was man möchte. Zum Beispiel, der hat natürlich wirklich jedes Blatt beschrieben. Und das ist einfach das, was mir eben an High Fantasy auch gefällt. Und hier fehlt mir das einfach. Und auch dieses Drumherum war einfach so unspektakulär. Man hatte das Gefühl, es ist... Es passiert einfach nichts und der Autor hat selbst irgendwie gemerkt, ja, wie fülle ich da jetzt diese vielen Seiten mit einer Geschichte? Und ja, vielleicht bin ich da einfach zu verwöhnt und zu geprägt. Ja, es wurde abgebrochen. Es ist für mich wirklich, ich kann damit nicht weiterlesen. Ich will nicht weiterlesen. Ich habe zu wenig Lesezeit, als dass ich die mit langweiligen Geschichten verschwende. Und ich kann es eben einfach nicht mit den High-Fantasy-Größen vergleichen, die ich liebe. Also egal, ob es Tolkien ist, Eric Kay mit der Nimmerherz-Reihe, ob es Bernhard Hennen ist, Brandon Sanderson, selbst George R. R. Martin, der einen ganz anderen Stil hat, ich kann es nicht vergleichen. Ich fand es schrecklich, ehrlich. Ich fand es nicht gut, mir hat es nicht gefallen und es tut mir unglaublich leid, weil es mir ja gefallen wollte und ich ja auch noch zweiten und dritten Teil da habe, der hat mich damals verwirrt, weil das ist, glaube ich, die Furcht der Weisen und da gibt es eins und zwei und ich dachte, das ist eine andere Geschichte als die hier, aber ja, daher habe ich jetzt im Grunde drei Bücher zu Hause, die, ja, auch noch als E-Book, heißt, man kann sie nicht mal weiterverkaufen oder verschenken, aber gut. Ja, leider nicht meins und ich, ja, man will ja, dass es einem gefällt, aber erzwingen lässt sich es halt, leider auch nicht, ja. Ganz anders dann im Grunde das nächste Buch und zwar war das ein luftig leichter Sommerroman, Eigentlich bist du gar nicht mein Typ von Anna Bell, ist im Knauer Verlag erschienen und kostet als Taschenbuch 9,99, bin natürlich total unvorbereitet, hat 394 Seiten und ich persönlich, mich hätte es wahrscheinlich nicht angesprochen, weder von Cover noch vom Titel, das klingt tatsächlich schon nach Büchern, die ich eher seltener lese, sag ich mal so, und wenn, dann war es jetzt eigentlich die perfekte Zeit, weil es war Sommer und es war warm und es ist die perfekte Zeit für, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen, ein bisschen Oberflächlichkeit. Ja, es heißt hier hinten auch der Sommerbestseller 2016 und es geht in dem Buch um Abby. Und die ist mit Joseph knapp ein Jahr zusammen und ganz überraschend beim Kochen des Abendessens macht Joseph mit Abby Schluss. Sie ist am Boden zerstört, geht wochenlang nicht außer Haus, verbringt die meiste Zeit mit ihrer besten Freundin, die versucht sie ein bisschen aufzubauen. Dann geht sie eben eines Tages mal wieder auf Arbeit und gerade an dem Tag bringt Joseph ihr alle Sachen in einem Karton zurück, stellt sie vor die Wohnungstür und Abby entdeckt in diesem Karton eine
Bucketlist, also eine, was möchte ich vor einem gewissen Datum noch tun, was möchte ich in meinem Leben noch tun, eine Liste, und zwar ist das die Liste von Joseph. Und Abby kommt auf die etwas merkwürdige Idee, wenn ich seine Liste abarbeite, das fleißig auf Facebook teile, er das sieht, würde er spüren, dass ich die Richtige für ihn bin und wird zu mir zurückkommen, denn sie ist vollauf davon überzeugt, dass sie ihn liebt und er sie im Eigentlichen eben auch und er auch zurückerobert werden möchte. Ja, Abby geht diese Liste an, die irgendwie daraus besteht, einen Berg zu besteigen, irgendwie eine Isle of March mit dem Rad rundherum zu fahren, sagen wir es einfach so. Und lauter solche Dinge, es gibt auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel im Ritz einen Tee trinken. Und es ist manchmal so banal. Und ja, dabei verbringt sie nicht nur viel Zeit mit ihrer besten Freundin, sondern trifft eben auch auf einen Radfahrer-Freak, würde ich ihn mal ganz liebevoll benennen, der ihr eben einfach auch sonst sehr hilfreich unter die Arme greift, wenn es um die Liste geht. Obwohl er genau weiß, warum er das tut, hat man trotzdem das Gefühl, dass beide sich so ein bisschen näher kommen. Und wir erleben eben, wie Abby im Grunde diese Liste abarbeitet oder aberlebt sozusagen. Und es gibt natürlich Irrungen, Wirrungen, sowohl von Abby und Joseph, wie auch unter den Freundinnen oder dann eben den neuen Bekannten, die in Abbys Leben eintreffen. Es war eine sehr leichte Geschichte, die mich aber total positiv überrascht hat, weil sie mich wirklich packen konnte, mitnehmen konnte, ich sehr viel gelacht habe. Ich habe über Abby, also eine unglaublich sympathische Protagonistin, die mir wirklich Spaß gebracht hat, die mich unterhalten hat, die so ein bisschen auch, wie sie den Lebensgeist zurück einfach bekommt und so angespornt ist von der Idee, die sie ja wirklich für die beste hält, die hat mich echt überzeugt. Also man bekommt direkt Lust, auch so eine Liste zu machen, so aller, was will ich noch gemacht haben, bis ich 40 bin oder bis ich sterbe oder was auch immer. Und obwohl ich von solchen Listen persönlich gar nicht viel halte, aber ich fand die hier drin echt cool. Mir haben auch die Dinge Spaß gemacht, die sie so gemacht hat, wie sie dann ihren Ängsten sich gestellt hat oder manchen eben auch nicht. Und wie man einfach das Leben genießen kann und sie eigentlich viel mehr zu sich selbst gefunden hat. Oh, jetzt gewittert's. Sie eigentlich viel mehr zu sich selbst gefunden hat, als man es vielleicht sogar geglaubt hat. Ich fand es toll. Es hat mich wirklich gut unterhalten und es hat mich einfach überrascht. Ich bin mit wenig Erwartungen an dieses Buch gegangen und es konnte mich einfach begeistern und hat wirklich Sommerstimmung in mein Herz sozusagen gebracht. Und ich mochte wirklich einfach Abby. Es war ein ganz toller Charakter und man hatte einfach so ein Gefühl, man hat da so eine beste Freundin und wie es der eben geht. Und es war einfach so echt, es war realistisch und es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Also jeder, der, ich würde mal sagen, so Paige Toon vielleicht tatsächlich mag, Cecilia Ahern, Sophie Kinsella, der ist hier auf jeden Fall richtig, denn das hat wirklich Spaß gemacht, das hat mich gut unterhalten. Und ob es jetzt wirklich der Sommer-Bestseller 2016 wird, weiß man nicht. Aber ich meine, das Cover ist quietschbunt. Ich meine, sommerlicher geht gar nicht. Und so ist es. Und also ich fand es gut, überraschenderweise tatsächlich gut. Und es war eben auch nie einfach nur oberflächlich. Und das war so, glaube ich, das Besondere, weswegen es mir gefallen hat, dass wenig Klischee, ein bisschen natürlich, wenig Oberflächlichkeit und wirklich auch all die Dinge, die gesagt, gemacht wurden, einfach so schön tiefgründig mit waren und trotzdem mit so einer Portion Leichtigkeit. Also ich fand es wirklich toll, mir hat Spaß gemacht, es hat sich flutsch weglesen lassen und ich hatte wirklich große Freude an diesen Büchlein. So ist es manchmal mit Büchern, wo man gar nicht denkt, dass sie was für einen sind, wenn sie einen dann doch ansprechen. Und wir machen einen kurzen Cut, bevor es mit den zwei anderen Büchern weitergeht. Ja, und nachdem es jetzt mit Regen und Gewitter weitergeht da draußen, der Sommer fiel in diesem Jahr auf einen Mittwoch, hat man so das Gefühl, widmen wir uns einem E-Book, und zwar Mondjahr, dem fünften und letzten Teil der Unwandelbar-Reihe von Laura Labers. Eine Reihe, von der ich ja schon sehr, sehr geschwärmt habe. Und und ich mega gespannt war, wie es denn jetzt ausgeht in dieser Geschichte. Ist erschienen Januar 2016, hat 350 Seiten, kostet als Taschenbuch 12,99 und als E-Book ist es für 3,99 erhältlich. Ich habe ja alle E-Books von der Autorin persönlich zur Verfügung gestellt bekommen in dieser Leserunde auf Lovely Books. Wir haben ja nach und nach alle Bücher bekommen, 4 und 5 kamen dann in einem Schwupps. Und ich war da echt happy drüber, dass ich konnte jetzt auf Teil 5 gar nicht mehr warten. Ich wollte jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil mich, jetzt wird es unglaublich dunkel, weil mich, ich hoffe, stört jetzt keinen, aber das E-Book sieht man ja trotzdem. Sorry, ich gucke da raus und die Welt geht gerade unter.
Ja, mich hat ja der vierte Band auch unglaublich begeistert und mit noch vielen Fragen zurückgelassen. Und in Teil 5, ja, habe ich mir einfach ganz viel erhofft. Und meine Hoffnung war nicht umsonst, denn sie wurde eigentlich ja noch getoppt. Band 1 war ja für mich wirklich so der schwächste Band. Band 2, 3 und 4 waren wirklich super gut. Und Band 5 war für mich jetzt wirklich grandios. Es war ein toller, toller Abschluss einer Reihe, der nochmal spannend war, packend war, der einen mitgenommen hat in diese Welt der Unwandelbaren, der Pharos, der Hydra, wo wir wirklich auf jeder Seite gefühlt irgendwas erleben, wo wir die Entwicklung der Charaktere nochmal ganz intensiv spüren, wie sich die weiterentwickelt haben, in welche Richtung es geht und es mich wirklich einfach fast sprachlos zurückgelassen hat. Ein Ende, das ich wirklich mega gelungen finde, das wirklich passt zu dieser Geschichte. Und Laura Labers hat hier wirklich eine Geschichte erschaffen, die ich großartig finde, die mir unglaublich viel gefallen hat, die noch lange in meinem Kopf herumschweben wird und die mir einfach wirklich, ja, sie hat mir einfach Spaß gemacht. Sie hat mir einfach ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und ich habe in dem Buch gelacht, ich habe geweint, ich saß vor Spannung mit offenem Mund davor, ich habe manchmal den Atem angehalten, weil es so unglaublich spannend war und ich fand es einfach toll. Es ist wirklich eine Reihe, die ich, ja, jetzt bin ich auch erschrocken, blitzt und donnert, entschuldigt. Meine Katze hat auch gerade sogar gemacht, nicht, dass sie gar vom Schrank fällt. Die ich wirklich jedem empfehlen kann, der Urban Fantasy mag, denn nicht nur der Stil ist toll, sondern auch die Charaktere und selbst mit Raina, die ich ja zu Beginn, mit der ich gar nicht so viel anfangen konnte, oh, ich hasse Gewitter, mit der ich gar nicht viel anfangen, Entschuldigung, stellt sich bei mir alles auf bei Gewitter, ja, wir atmen alle mal gemeinsam tief durch, ja, da ist er doch, ja. Ja, wo war ich? Auch Raina, mit der ich am Anfang nicht so viel anfangen konnte, die sehr hin und her gerissen war und ach, die ich einfach nicht mochte, hat mich gegen Ende hin überzeugt. Die hat immer noch Situationen geschaffen, wo ich nur Augen rollen konnte, aber das gehört natürlich auch einfach zu einem guten Charakter dazu, dass er immer nicht nur das tut, was man sich von ihm wünscht oder was man selbst vielleicht tun würde, sondern der einen noch überrascht. Und das hat Laura Labers wirklich geschafft. Eine ganz, ganz tolle Rolle. Reihe, zu der es auf jeden Fall in der nächsten Woche auch ein Special-Video geben wird, deswegen werde ich jetzt gar nicht weiter viel mehr erzählen, weil es wird einen Band vom Buchreihen-Video geben, das ich noch drehen werde, weil mich diese Geschichte wirklich überzeugt und sie ist einfach verdient, dass ganz, ganz viele Leute sie lesen und diese 5 Bücher sind ja noch als Self-Publisher herausgekommen und Laura Labers nächstes Buch wird dann im Drachenmond Verlag erscheinen, freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, bin sehr gespannt, ob das irgendwie miteinander was dann zu tun hat, ob man Laura weiterhin spürt in der Geschichte, ob es was ganz anderes, ich bin einfach neugierig. Und es tut mir echt leid, ich kriege echt auch noch Schweißausbruch. Für mich sind Gewitter nichts, ich habe unglaubliche Angst, ich hasse das und wäre ich jetzt draußen, würde ich nach drinnen stürmen. Zum Glück sitzen wir drin, meine Katze gähnt, das ist super. Ganz entspannt, guckt sie dem Regen zu. Ja, also auf jeden Fall eine Buchreihe, die ich mega gut fand und die mir unglaublichen Spaß gebracht hat. Ganz anders. Ja, also es ist wirklich, oh ja, es ist Todesmarsch von Richard Bachmann alias Stephen King. Ein Buch, das, ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist, meine Ausgabe ist von 1979, habe ich gebraucht, erstanden. Ich weiß gar nicht mehr, von wem die Empfehlung kam, dass ich Todesmarsch lesen soll. Es hat sich für mich so ein bisschen wie Panem angehört, also beziehungsweise könnte man annehmen, dass Panem sich am Todesmarsch irgendwie orientiert hat und deswegen klang es spannend und deswegen wollte ich es lesen. Und es war ein Want-to-Read für den Juli und auch ein gemeinsames Lesen mit Andi vom Kanal Büchersüchtig. Hat mich sehr gefreut, dass wir das zusammen gelesen haben. Eigentlich wollte ich jemanden haben, der mir zumindest ja imaginär aus der Entfernung Händchen hält, weil ich hier unglaublich was erwartet habe. Aber eigentlich mussten wir uns dann tatsächlich motivieren, weiterzulesen. Ja, was soll ich dazu sagen? also als Taschenbuch kostet es, glaube ich, 9,99 mittlerweile. Hier hat es tatsächlich noch 12 D-Mark gekostet. Gebraucht bekommt man es aber um einiges günstiger. Also wenn euch gebrauchte Bücher nicht stören, könnt ihr da natürlich mal danach suchen. Das Buch hat bei mir knapp 350
15 Seiten an diese Ausgabe, hatte irgendwie mehr Seiten und auch die Ausgabe, die ich bei Lovely Books gefunden habe, hatte mehr Seiten. Also ich weiß nicht, es ist hier halt alles sehr eng, es ist sehr klein, wie es halt glaube ich so in den 70ern, 80ern waren. Vielleicht ist eine Neuauflage tatsächlich ein bisschen schöner zu lesen, aber das ist ja vollkommen egal, solange der Inhalt der gleiche ist. Ja, um was geht es im Todesmarsch? Wie es sich schon anhört, geht es hier um einen Marsch von Jugendlichen. Es sind vorwiegend Jungs, ich glaube, es war tatsächlich kein Mädchen dabei, so zwischen 16 und 17, die sich für diesen Marsch gemeldet haben, der durch verschiedenste Bundesstaaten, Städte geht in den USA. Und es gibt eine Vorgabe, sie müssen immer 4 Meilen pro Stunde laufen. Sie werden verfolgt von Soldaten, von der Armee, die eben, wenn sie langsamer werden, Verwarnungen ausrufen. Und ich glaube, dann braucht es irgendwie bei der dritten Verwarnung eine Stunde, bis die Verwarnungen erlischt sind. Und sollte man nach diesen 3 Verwarnungen immer noch, also sitzen, liegen, nicht weiterlaufen, was auch immer, dann wird man erschossen. Ja, fand ich, klang unglaublich spannend, brutal und schrecklich. Und das Buch war es leider nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich so enttäuscht bin von diesem Buch. Ich habe mir so viel erwartet und ich muss auch gestehen, der Anfang war noch irgendwie okay, wo man noch gesagt hat, okay, man muss natürlich in die Geschichte reinkommen und Stephen King ist ja oft so, dass der das sehr, dass er was in den Kopf von den Lesern setzt, das langsam aufblüht sozusagen. Also man bekommt da so Häppchen und irgendwann schließt sich der Kreis und Stephen King hat einen. Mich hatte er leider nicht. Also ich habe das Buch beendet. Wie gesagt, Andi und ich haben uns da auch sehr motiviert weiterzulesen. Wir dachten, irgendwann kommt nochmal was. Es kam aber nichts. Es geht wirklich 300 Seiten darum, dass diese Jugendlichen gehen. Und sie gehen und sie gehen und sie gehen. Und es geht weiter und sie können auf unterschiedlichste Weise gehen. Und man hätte sich vielleicht währenddessen auch einfach schon mal überlegen müssen, ja, vielleicht gehe ich auch einfach. Ich fand es unglaublich langweilig. Ich kann gar nicht beschreiben, wie langweilig. Es war in keinster Weise irgendwann spannend. Es war schon King fühlbar, das muss man dazu sagen. Manche Momente waren so ein Beginn eines Setzens, eines Samens sozusagen, das irgendwann erblühen sollte. Bei mir ist aber leider nichts erblüht. Ich weiß es nicht. Ich konnte mit den Charakteren hier drin nichts anfangen, mit den Jungs, die irgendwie schon immer mal was von sich erzählt haben, aber es hat halt auch so ein bisschen merkwürdig von außen erzählt gewirkt. Also ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, vielleicht eine Ich-Perspektive zu wählen, aber zu den meisten Jungs, ja, sie plätscherten so vor sich hin. Man hat von manchen gewusst, warum sie das tun. Mir war lange nicht klar, warum machen das die Jungs? Sind die freiwillig da? Was soll das? Es gibt irgendwie eine Wette im Hintergrund und der Sieger darf sich irgendwas wünschen. Ich habe mich gefragt, warum es da Soldaten gibt, die tatsächlich Jugendliche erschießen, nur weil die langsamer laufen. Es gibt Menschen, die jubeln dem zu. Und es fühlte sich schon irgendwie dystopisch an, weil wir tatsächlich wahrscheinlich nicht in unserer jetzigen Welt sind. Was natürlich, ich sag jetzt mal, in den 70ern gab es diese typische Dystopie natürlich nicht, sondern es war halt dann schon ein bisschen mehr Fiktion drin, aber ich weiß nicht, ich habe immer noch 100 Fragen im Kopf, wo ich mir denke, hä, damit lasst ihr mich jetzt allein? Und ich fand es nicht gut, ich kann es nicht anders sagen, ich habe mich wirklich gelangweilt, ich musste mich dazu aufraffen, zum Buch zu greifen und die geplanten Leseabschnitte zu lesen. Ich glaube, Andi hat tatsächlich auch mal einen ganzen Tag, jetzt verpetze ich dich, einen ganzen Tag mal so ausgesetzt und gar nicht reingelesen und hat dann aufholen müssen und es spricht eigentlich für sich, ne? Also, dass uns das nicht so fesseln und packen konnte. Und ich habe keinen Gebrauch, der Händchen mit mir hält, weil wirklich brutal war es nicht. Klar werden da Jugendliche erschossen. Ja. Aber, ja, man hat keinen Bezug zu den Jugendlichen. Es trifft einen nicht. Und das fand ich so schade, weil ich hätte gerne mitgelitten und gerne auch blutrünstig. Ne? Dafür lese ich das ja irgendwie. Auch wenn das jetzt sehr makaber zu diesen Vorfällen in dieser Woche irgendwie vielleicht klingt, aber das ist halt Fiktion und dann will ich auch irgendwie das haben, was ich mir darunter vorstelle und ja, Richard Bachmann, Stephen King hat es nicht geschafft. Und das Ende, ja, die Dialoge der Jugendlichen waren mehr als platt, also wenn es da
ja, ich weiß nicht. Also ich, ja, ich konnte leider nichts damit anfangen. Wollen wir es vielleicht kurz fassen? Ja, leider, leider, leider. Ja, wie ihr seht, war die Lesewoche also sehr gemischt. Zwei brillante Bücher. Brillant, gut. Eigentlich bist du gar nicht mein Typ, ist ein sehr gutes Buch. Brillant ist vielleicht anders. Modia war grandios und die beiden anderen, da tun wir einfach mal so, als hätten wir sie nicht gelesen. Aber die beiden Bücher waren ja im Lesevorhaben Juli auf der Liste und ich kann beides sozusagen abhaken und habe jetzt bis auf das Buch, was ich heute Samstag anfangen werde, ja, habe ich da meine Liste abgearbeitet sozusagen. Ja, mit was starte ich heute? Mit Die Macht des Schmetterlings von Matt Dickinson. Ja, wir lesen das zusammen ja in unserem Leseklub. Der Leseklub ist ja von Phil, Alicia und mir gegründet worden. Und wir lesen eben in dieser Facebook-Gruppe. Es gibt auch Leseabschnitte. Und ja, damit starten wir oder haben wir im Grunde ja gestern gestartet. Ihr seht ja das Video erst Sonntag. Also wer noch das Buch vielleicht auf dem Sub hat und Lust hat, kann einfach mal vorbeischauen. Ich packe auch den Leseklub unten in die Infobox, wer Lust hat oder sich denkt, Mensch, gemeinsam lesen, klingt toll, vielleicht fürs nächste Mal, weil ich denke dann, ach, ja, ja, das ist heute, glaube ich, eine blöde Idee gewesen, ein Video zu drehen, oh, bin jetzt, das Herz rast bis nach oben, ja, meine Katze guckt mich genauso sprachlos an wie ich. Ja, wo war ich im Leseklub? Ja, ich denke auch, dass wir dann nach dem gemeinsamen Lesen von, ich bin total raus, Die Macht des Schmetterlings eben auch wieder ja, zur Umfrage stellen werden, welches Buch wir als nächstes lesen werden. Es sind ja immer Bücher von unserem Sub, also es wird keine Neuerscheinungen zur Auswahl geben. Und ja, bin sehr gespannt, welche Bücher wir diesmal wählen von unserem Sub. Und ja, guckt einfach mal vorbei. Dann habe ich diese Woche beendet, Smash, die erste Staffel und ich bin ganz wehmütig, dass die erste Staffel jetzt vorbei ist. Ich habe die jetzt ja wirklich gesuchtet, es sind glaube ich 15 Folgen und ich habe das ja jetzt in keinen zwei Wochen mir angeguckt. Ich fand die Serie toll. Mir hat sie unglaublich viel Spaß gemacht, wir haben die Schauspieler gefallen, mir hat die Handlung gefallen mit diesem Musical rund um Marilyn Monroe, dass da ein Musical aufgebaut wird, es so ein bisschen Streit gibt zwischen den scheinbaren Hauptschauspielern, dem Hauptcast, dass da dann ja, wie die Texte entstanden sind, natürlich auch so das Leben drumherum. Ich mochte, oder besser gesagt, ich liebe die Musik aus dieser Serie und ich, ja, da kann man nur mit trällern. Das ist ganz, ganz toll. Diese Mischung aus modern und trotzdem so ein bisschen klassisch und so Musical-like und auch, ich finde es grandios, grandios. Eine ganz, ganz tolle Serie, die sich da in mein Herz geschlichen hat und ja, die zweite Staffel gibt es nur im englischen Original als UK-Import auf Amazon zum Beispiel, habe ich sie entdeckt. Sie ist nicht ins Deutsche übersetzt worden. Phil, von dem ich die Empfehlung habe für Smash, hat aber gesagt, man kann sich die zweite Staffel gut ansehen, wenn man dann eben englischen Untertitel einblendet. Dann kommt man ein bisschen besser mit, als wenn man nur hört. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich dann mal eine Idee für mich. Mal schauen. Finde ich unglaublich schade, weil mir echt die erste Staffel gut gefallen hat. Es ist natürlich manchmal ein bisschen vorhersehbar, es ist manchmal ein bisschen viel Klischee, ein bisschen kitschig, aber ich fand es schön. Es hat einfach gepasst und hat mir gut gefallen und ich meine, darauf kommt es ja theoretisch dann auch nur an. So, mehr habe ich jetzt auch gar nicht drum herum liegen. Ich habe nur ein neues Yankee Candle und das gerade da liegt. Ja, ich war nämlich in der Thalia, habe mir die neue Flow geholt, die jetzt gerade neben meinem Bett liegt. Deswegen kann ich sie nicht zeigen, aber ich zeige sie natürlich wieder, wenn sie gelesen ist. Und mir ist da ein tolles Yankee Candle über den Weg gelaufen. Ja, wortwörtlich. Und zwar Passion Fruit Martini. Das ist ein orangenes Yankee Candle. Und ich finde immer wieder schön, dass man in der Thalia eben einfach so einen ganzen Stand hat mit Yankee Candle. Nicht sehr viel Auswahl, leider. Man trifft auch oft so die alten Verdächtigen, die ich auch sehr liebe, wie Pink Sands oder Soft Blanket. Das sind ja meine Lieblingsdüfte. Gott, dieses Gewitter bringt mich komplett konfus durcheinander. Aber ich finde es eben auch schön, wenn da mal neue Düfte da sind. Und es ist natürlich viel schöner, wenn man dran schnuppern kann, als wenn man sie blind im Internet kauft. Da habe ich mir schon so manchen Flop geholt und aber der riecht toll. Also der riecht unglaublich gut. Ich bin sehr gespannt, wie der dann in der Duftlampe riechen wird und freue mich auf das Bedüften. Beduften meiner Wohnung. So, bevor es noch schlimmer wird und irgendwelche merkwürdigen Wortdinge entstehen, wenn sie nicht schon entstanden sind. Ja, jetzt bin
bin ich total hinüber. Auch da draußen geht echt die Welt unter. Ja, also wir atmen jetzt nochmal alle gemeinsam durch und ja, dann verabschiede ich euch auch schon in den Sonntag, in die neue Woche, je nachdem, wann ihr das Video natürlich seht. Was wird euch diese Woche erwarten? Ja, ich habe schon gesagt, einem Band vom Buchreihen-Video zur Unwandelbar-Reihe von Laura Labas und es wird ein Mittelerde versus das Lied von Eis und Feuer Video geben, das ich auch schon gedreht habe und darauf könnt ihr euch freuen, ja. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich jetzt noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche, auf dass es ein bisschen ruhiger ist. Das ist dann meine letzte Arbeitswoche vor den großen Sommerferien. Ich habe dann 3 Wochen frei, ich freue mich tierisch drauf. Und ja, ich danke euch nun fürs Zusehen. Lasst es euch gut gehen und ja, passt auf euch auf. Ich denke, das kann man in der Zeit auf jeden Fall sagen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.